Hallöchen zurück. Wir haben den ersten Part erfolgreich durchgemacht. Nein, das Spiel haben wir noch nicht durchgespielt. Und sind jetzt wieder hier im Lager. Hier können wir kurz die Map schauen. Nicht die Map. Nicht die Overlay Map, sondern die. Nein, den World Screen. Ja, sie sind hier durchgelaufen und jetzt machen wir die drei Nebenaufgaben nacheinander. Oder. Ja, okay, machen wir sie nacheinander. Hier bekommen wir einen Reward, eine Belohnung über. Viper Strike, Rain of Arrow. Ich finde Rain of Arrow am besten. Ice Shots mag ich persönlich nicht, weil er nicht so breite AOE hat. Ich nehme den Rain of Arrow. Den können wir schon gut gebrauchen. So. Dafür den Burning Arrow raus. Ja, legen dafür den Gem hier aufs zweite. So, und haben hier Physical Damage. Sehr schön. Ja. Gut. So. Also, gehen wir los. Die Mutflats und hier auch nach oben. Ja, und die optionalen sind blau. Sieht man so schön. Die Möwen picken an den Zombies herum, bis sie selber zu Zombie-Möwen werden. Hier regnet es übrigens immer. Und hier nicht. Komisch. Mysteriös. Boom. Das ist ein Bombardement. Ich mag den Skill. No, Level 27 ist der erste jetzt. Wir nageln sie ein bisschen am Boden fest. So. Gut, gut. Ja, die werden auch irgendwie verwirrt oder gestunt. Die haben übrigens neue optische Effekte bekommen. Schauen, dass wir hier nicht eingefroren werden, also stockgefroren, also gefriest, nennt man das im Englischen, also wie heißt es auf Deutsch? Ja. Eingefriert, aber das eingefriert ist eigentlich für mich einfach ein bisschen vereist. Ja, einfach stockgefroren. Schon fast. Ach, ich habe doch keine Chance. So. Zahn Arena. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Gebiet das ist. Zahn Arena. Ich kenne keine Arena. Ja, ich kann mir englische Ortsbeschreibungen nicht merken, weil ich. Also im Deutschen kann ich zum Beispiel Songs sehr gut merken, das sieht man, weil ich auf Englisch die Songs eigentlich nicht merken kann. Das fällt mir nämlich momentan sehr viel auf. Ah, jetzt hat er auch einen anderen Skill als der Eisspeer. Sehr schön. Das hat er schon vorher gehabt, also seitdem dieses Kaskade draußen ist, hat er diesen Skill. Fällt mir gerade auf. Ein Heilrig. Wirklich ein Todeskandidat bei mir, weil ich immer sehr lange eingefroren bin in oder in Höhenschwierigkeitsgrad. Auf normal ist es wirklich noch gering. Ich verstehe eins nicht, wieso der Skill, wie heißt der jetzt schon wieder?
der andere Breath, irgendwas. Frost Breath, genau. Vom Schaden her verringert wurde, wurde ein bisschen gebufft, weniger Mana braucht er und schnellere Ausführung, also nur die Ausführung, nicht über die Bewegungsgeschwindigkeit vom Frost Breath erhöht wurde, dafür den Schaden verringert. Also das Skill wird immer wahrscheinlich noch immer noch nicht eingesetzt. Dafür würden andere Skills, die würden wirklich jedes Mal eingesetzt werden, also in jeder Liga heftig viel mal eingesetzt wird, gebufft. Kann man Ding sein. Und Spectral Throw haben sie auch wieder ein bisschen genervt, weil sie es zu stark gemacht haben das letzte Mal. Boom. Gut. So, ich wollte heute noch ein anderes Let's Play anfangen. Also, ich kann es eigentlich schon sagen, es wird ein Let's Build von Minecraft, bis 1.8 draußen ist oder auch länger, wo ich einfach etwas baue. Und dafür brauche ich aber noch ein paar Mods. Weil ich es gerne mit Mods mache, wenn man da detaillierter bauen kann. Aber ja, ich will lieber jetzt noch ein bisschen Path of Exile aufnehmen, damit ich ein paar Folgen habe. Und dass ich noch ein bisschen schlafen kann heute noch. So. Und eben die Mods runterladen, das kostet auch ein bisschen Zeit. Kann es wirklich sein, dass ich dann ins Bett muss und nichts mehr aufgenommen habe? So. Ich will mir noch Steve's Cards, oder wie das heißt, runterladen. Damit ich ein bisschen mehr Schienen machen kann und so. Und natürlich Züge, also Züge, das sind nicht Züge, Loren. Oder eben Karts. Hier hätte ich gerne einen Deutschmod, aber das gibt es leider nicht. Und das ist ein Online-Game, da wäre das dann natürlich auch ein bisschen also böse zu den Entwicklern. Aber ich verstehe ja eins nicht, wieso als die Leute meinen, ja, jeder will gerne auf Englisch spielen und ja, wir müssen uns einen Scheiß um die deutsche Lokalisation kümmern und lieber ja, uns um andere Sachen kümmern. Es ist wirklich nicht schwer zu übersetzen. Es ist halt eine einige Zeit Arbeit, wenn man vor allem ein bisschen alleine ist. Ah, das kann ich ja natürlich auch verstehen, aber eben sehr leicht, dass da noch ein bisschen mehr Zuschauer. Oh, ich habe das gekauft und habe daneben einen gelben Bogen, der natürlich besser ist. Oh Mensch. Naja. Ja, der Elementar-Ding. Ja, jetzt bekommen wir natürlich den Scroll nicht zurück. Na, egal. Wegen ein paar Scrolls. Wir finden ja noch nicht so viele Sachen, die wir identifizieren müssen. So, das haben wir. Gehen wir zu den Modflats und gehen da zum anderen an. Ausgang. Der Eingang. Das nächste Gebiet. Das müsste eigentlich hier oben sein. Kann
kann sein, dass der Sound ein bisschen anders wurde. Der ist jetzt so ein bisschen bassiger. Leider macht das noch sehr wenig Damage irgendwie. Macht eigentlich generell weniger Damage als zum Beispiel Split Arrow. Weil Split Arrow schneller ist. Also wenn man viel Projektil Speed hat, ist natürlich das Kill auch schneller. Aber die Ausführungsdinge hängt vom Attack Speed an, drauf an. Nur die Schnelligkeit, bis es runterkommt, hängt davon ab. Oh, schön, schön. Danke, dass du den gestunt hast oder verlangsamt hast. Und hier haben wir einen Schrein. Sehr schön. Oh, das gefällt mir. Ab 50, den kommen die Äxte, also wie viel? 45. Oh. Das ist mal richtig genial, also das macht schon viel Spaß. Eben bei mir macht die Herausforderung nicht so viel Spaß dafür. Solche Sachen. Wenn man richtig OP ist, macht doch viel mehr Spaß. Aber eben die Herausforderung muss sein, sonst ist es ja auch nach einiger Zeit sinnlos zu spielen. Aber eben nicht so, also ich hab's nicht so gern, wenn die Herausforderung 100% an erster Stelle ist und dadurch alles unmöglich schwer wird oder solche Sachen. Das mag ich persönlich nicht. Darum spiele ich auch mal gerne näher niedrigere Schwierigkeitsgrade bei Games, wo man halt die Auswahl hat. Oder tummle mich eher in niedrigeren Schwierigkeitsgraden rum. Also, bei Diablo 2 bin ich am liebsten in Albtraum gewesen und nicht in Hölle. Hier bin ich eigentlich mehr lieber aus dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber auch nur, weil er nicht so schwer ist wie die anderen, weil man dann schon richtig OP ist. Aber eher die Bosse und die, ja, die schweren Gegner dann viel zu stark sind oder fast, ja, zu zäh sind. Darum habe ich Diablo 3 auch so langsam abgeschlossen, weil ja, die Entwickler meinen, sie müssen die Monster so fett machen, dass ich natürlich mich zu Tode langweile. Oh, Ballistic Mastery. Projektiv Speed Damage und 20 Dexterity. Und wo sind die restlichen Monster? Ich brauche noch ein paar Monsterchen. Zombies. Und Skelettenteile da. Kanalratten. Da sind sie noch. Ich höre sie doch. Auf der anderen Seite. Oh, hier ist noch einer. Der hat wahrscheinlich noch am Schluss wiederbelebt. Ja, ja, ah, hier. Hier ist es. Also Split Arrow hat noch ein bisschen wenig Schüsse, aber sie treffen recht gut. Schwerter trifft man mit den meisten nicht mehr. Also ich finde persönlich Split Arrow ist ein bisschen schwach dafür, dass es so, ja, wenig trifft. Und wer tut schon die ganze Zeit hier oben oder hier unten hinziehen, damit der Schuss gestreckt wird und nicht gefächert wird? Ja. Refund Points haben wir bekommen, stimmt. Also, Skills zum Zurücksetzen von ein paar kleinen Ästchen. Also ein
einen Punkt zurücksetzen im Skatry. Frühstück. So, also diese haben wir schon gefunden. Dieser Eingang hier. So, Flooded Depths. Depths. Hier haben wir Spiegelung gehabt. Muss ich von oben kommen. Ein bisschen. Also die Grafik. Manche sagen, Diablo 3 hat eine schöne Grafik. Ich persönlich bin der Meinung, dieses Spiel hat eine schöne Grafik. Es kommt, also ich schaue halt mehr auf die Stimmung drauf. Und ich finde, die Stimmung macht viel mehr aus als irgendwelche Zaubereffekte, das soll ich sagen. Und dadurch, dass Puffwix auch ein bisschen erwachsen ist und nicht so comichaft ist, finde ich, es sieht schöner aus. So. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden von mit diesen Teilen. Man ist scheinbar ein paar schlafen gegangen, die schon weit waren. Ich persönlich würde mit so etwas nicht mitmachen, weil ich einfach nicht die Lust nicht habe, ein Spiel fertig zu spielen. Ich kaufe mir nicht ein Spiel, das ich nach einem Tag fertig gelöscht habe. Und ja, hier muss man nichts zahlen, aber ich meine einfach so, als Prinzip. Ich spiele ein Spiel nie mit dem Zwang aufzuhören. Ich muss hier einen Mana holen. Der Schaden ist momentan recht gut. Ah ja, die Bosse haben jetzt ein anderes Muster. Also ich glaube, erst die ersten zwei großen Bosse, also der Mittelboss und der Endboss von Akt 1, haben jetzt ein anderes Schema. Und die anderen kommen jetzt noch dazu, bald. Ja, das werdet ihr dann sehen. Und eben noch, wenn ihr jetzt aus dieser Höhlensystemzeugs raus sind, kommen eben die Glyphen-Ding da. Wie sagt man denn schon wieder? Jetzt weiß ich. Ich weiß den Namen einfach nicht. Ich kann ihn nicht behalten. Ja. Die kleinen Challenges, wenn man so einen Teil aufmacht, so ein Truhen-kleines Teil, dann kommen Monster raus und wenn man die besiegt hat, bekommt man einen Preis. Und die Monster droppen, glaube ich, keine Items, aber ich weiß es nicht. Oh, die hat jetzt Barrage. Oder Baracke, oder Breisch, oder Busch. Gut. Das ist auch ein Skill, den ich nicht so gerne habe. Ich mag den Strafe schon nicht. Also, wie ist das Skill jetzt auf Deutsch schon wieder? Salve oder so, das weiß ich nicht mehr. Der mehrere Schüsse hintereinander ganz schnell schießt. Sehe es einen einzelnen Boss, also für einen Boss oder so einen Einzelgegner. Weil er, wenn er streut, viel zu wenig Damage macht. So. Ich möchte aber gerne bitte den Tornado Shot. Ich hoffe, der kommt sobald wir den ersten, also den Metal-Boss, den Brutus, getötet haben. Aber der kommt ja bald. So, wir sehen, wir haben jetzt durch die kleinen Kärtchen ein Scrollfestum bekommen, zusätzlich. Gut, wir holen Mana. Und gehen noch kurz hier runter. Den Attack-Speed möchte ich auch gerne noch holen. So, gut, da haben wir die Ding geholt. Jetzt machen wir noch kurz die Ledge, die Klippen.
Und dann kommt nochmal so ein neuer Part und dann gehen wir zu Brutus. Sie haben ein paar Skills, die oh, ein Decoy-Toten. Ein paar Skills im mittleren Bereich ein bisschen vom Mana befreit, also dass sie weniger kosten. Aber der Endbereich ist gleich geblieben und der Anfangsbereich war, ist glaube ich auch ein bisschen gleich geblieben. Oh, andere, also andere Farben von den Gegnern. Hier. Oh, die Nerven. Früher haben die mehr gesglowt, glaube ich. Und dann ist man als Nahkämpfer extrem am herumslowen, im Slow-Motion-Bereich gerannt, attackiert und so. Hey, Chest. Ja, Travel to Prison Gate, ja, ins Gefängnis. Ins Gefängnistor. Ja, ja. Also hier ist nichts. Es ist wahrscheinlich mehr links. Oder hier oben. Zeig dich Ausgang. Ja, hier ist es. Let's. This is the edge now. This is a living for. This is the edge now. Gut, hier könnten jetzt die Teile kommen, die Kiste. 16 Skills, Kills. 22, komm noch mal ein bisschen. Sehr schön, dass die ein One-Hit sind. Ein Quiver nehmen wir mit. Ja, hier sind wieder neue Monster, gut. Also Gastmonster sind nicht neu, sind von einem anderen, von einer anderen Map. Sie sind die Gäste. Ich finde die Soundeffekte recht gut. Von diesem Schuss. Zeig mir mal noch kurz das Inventar. Accurate Race. Ja, das ist schon. Das brauchen wir nicht, aber lassen wir noch drehen und verkaufen es. Ah, Schnelligkeitstoten. Bip. Habt ihr das gesehen? Stecken, also die Animationen sind sitzen geblieben. Er ist sitzen geblieben. So. Ah ja, diese kleinen Nebengebiete, die Wahlareas, die gibt es jetzt auch erst später. Also es ist, glaube ich, auch ab Ledge hier. So. Machen wir die Ledge noch fertig. Hat uns recht viel Mana beschert, dieser passive Punkt. Kills. So.
Hier sind viele Champion-Monster. Monster auf Anabolika. Und hier ist der Boss, also die mit dem goldenen Namen eines Gebietes, die eine Besonderheit darstellen des Gebietes. Und er bietet uns zwei rare Gegenstände an. Owlet West und Velvet Sleepers. So. Nicht schlecht. Ja, sei ich. Du von den Resistenzen her besser. Ja, also so wichtig ist jetzt das Leben auch nicht. Und die Dexterity. Und die sind natürlich besser. Ich könnte jetzt den Quiver zu einem rare Gegenstand machen mit dem Orb of Alchemie. Ich könnte. Wie groß ist die Chance auf einen rare Quiver? Eigentlich nicht so ganz so groß. Ja komm, wir verschwenden ihn mal einfach so als Vorführeffekt. Ja, kann man so nicht. Oh, danke schön für Mana Gain and On Kill. Hat sich gelohnt von der Chance her. Aber ob es sich lohnt, wie lange es geht, bis wir einen besseren finden. Naja, keine Ahnung. Ich denke nicht ganz so hoch. Also gut. Hoch ist es ja nicht. Schade, dass die Quiver keine Piercing-Chance geben oder sowas. Könnte ich gebrauchen. Bei so kleinen, engen Sachen. Die Ledge Fully Clear. Sehr schön. Gut, also dann haben wir hier. Fertig. Ich denke mal, ich bewahre die Rüstung mal auf. Auf 8 kommen dann die Unix. So, dann kommen hier aufs 4 die roten, auf der 3 die blauen und auf der 2 die grünen, weil die finde ich immer am meisten. Die haben die höchste Chance, es gibt glaube ich auch am meisten von denen. Gut, ja. Haben wir hier noch eine Belohnung? Nur eine neue Quest, okay. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit den anderen Videos von meinem Kanal oder von anderen Kanälen. Und ja, mir gefällt es schon mal, die Neuerungen, und ich hoffe, es kommen noch mehr gute Neuerungen, und der Schuss da ist gut, der Dingschuss. Wie heißt der jetzt schon? Tornado-Shot. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen.